ist mal wieder soweit. Heute kommt mal wieder ein Einkaufshaul. Wir waren beim Lidl, haben unseren Wocheneinkauf wieder erledigt. Und deswegen befinden wir uns nach langem mal wieder in meiner Küche. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute mal wieder ein Haul zusammen machen. Und zwar wirklich einen Wocheneinkaufshaul. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Schauen und bleibt dran. So, zuallererst hoffe ich erstmal, dass die Beleuchtung hier in Ordnung ist. Draußen ist es schon dunkel. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal direkt an. Ich habe hier noch natürlich den Kassenzettel aufgehoben. Wir haben einen Wocheneinkauf heute wieder gemacht. Alles Mögliche hatten wir allerdings auch noch zu Hause. Deswegen, ja, was wir sonst noch so holen, ist jetzt nicht unbedingt noch mit dabei. Also Eier hatten wir noch zu Hause. Tomaten fällt mir gerade ein, haben wir vergessen. Und Gurke, das haben wir zum Glück mitgenommen. Aber so ein paar Sachen hatten wir noch zu Hause, die wir nicht kaufen mussten. Und wir haben 65 Euro für den Einkauf ausgegeben. Und diesmal kann ich euch wieder auch mal die Preise genau nennen. Ich hänge mir den hier mal oben mit rüber. So, und dann fangen wir auch mal direkt an. So, ich habe mir Kosmetiktücher mitgenommen. Ne? Die brauche ich sowieso immer, ne? Auch für meine ganzen Kosmetikvideos. So, dann habe ich mitgenommen, oder wir, Aufbackbrötchen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich hole mal wieder die dunklen, denn wir wollen eigentlich ja wieder uns ein bisschen gesünder ernähren. Eigentlich hatten wir das schon eine ganze Weile vor. Es hat auch mal zeitweise gut geklappt, dann wieder nicht so, ne? Dann lässt das irgendwann nach. Und jetzt sind wir aber wieder auf dem Trip, dass wir ein bisschen mehr noch auf die Ernährung achten. Und deswegen dunkle Brötchen, da ist ein bisschen gesünder als die hellen Brötchen. So, dann, wie eben erwähnt, zwei Gurken. Ich esse eigentlich jeden Tag Gurke und auch jeden Tag Tomate, also auch zum Frühstück. Ich lege mir immer gerne die Tomatenscheiben, also ich schneide die immer mit auf meinen Camembert und auch die Gurke darf immer nicht fehlen, wenn ich was mit Wurst esse, also zum Beispiel Mortadella oder, wie heißt die Wurst, jetzt komme ich nicht drauf. Fleischwurst, genau. Und ich finde das immer richtig lecker und ja, mag ich einfach sehr gerne. Schmeckt einfach ein bisschen frischer. Dann haben wir Brot mitgenommen, beziehungsweise ja, für meinen Freund, der nimmt die immer mit zur Arbeit. Der sucht sich immer selber dann natürlich seine Brote aus. Er wechselt das immer so ein bisschen, ne, dass das nicht immer das gleiche ist, also immer die gleiche Sorte. Und genau, was ist diesmal? Vollkornbrot. Ich kann euch nochmal nachher sonst die ganzen Preise dazu nennen, wenn ihr das nochmal wissen möchtet, werde ich sonst im Nachhinein nochmal kurz mit erwähnen. So, dann dürfen natürlich meine Kaffeekapseln nicht fehlen. Ich habe mir Cappuccino mitgenommen und das ist von der Eigenmarke vom Lidl, von Bella Rom. Und die hatten die Rezeptur jetzt auch ein bisschen abgeändert und ich finde, die schmecken jetzt wirklich besser als davor. Hier sind, wie viele sind hier drin? Insgesamt 16 Kapseln. Also, ne, es sind halt 8 Milchkapseln und 8 Kaffeekapseln, um halt den Cappuccino zu mischen. Das heißt, für 8 Kaffee kommt man damit hin. Und ich kann gerade mal gucken, ob ich hier den Preis sehe. Das müssten um die, na, wo steht's? Irgendwo steht's. Das ist eine Riesenliste. Ich sag mal so zwischen 2 und 3 Euro sein für diese Kapseln. Und normalerweise die Originalen von Dolce Gusto. Die kosten fast 5 Euro, also ich glaube 4,95 €. Deswegen kommt man hier auf jeden Fall günstiger mit weg und hat hier vor allen Dingen ungefähr die gleiche Menge. So, dann habe ich mitgenommen, oder wir, ich sage immer ich, wir waren ja zusammen einkaufen. Ich zeige euch mal gleich ein paar Produkte hintereinander weg. Philadelphia, was ist das? Lip Tower, also das ist, steht hier irgendwo nochmal drauf, also ja, Paprika würde ich sagen. Mir fliegt gerade eine Fliege vor meiner Nase. Ja, dann habe ich natürlich Camembert mitgenommen. Ne, den esse ich sehr, sehr gerne. Also auch immer die gleiche Sorte vom Lidl. Und dann haben wir natürlich noch weiteren Schnittkäse mitgenommen. Und zwar haben wir diesmal diesen hier gewählt. Den hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Ich muss hier mal, glaube ich, ein Stück nach hinten gehen, dass es nicht zu dunkel ist. Gouda Holland, Mittelalt, fein würzig. Also ich kenne den auch noch nicht. Ich bin sehr gespannt. Und wir sind ja voll die Käseesser. Also ich esse, glaube ich, schon seitdem ich ein Kleinkind bin, für mein Leben gerne Käse.
Und deswegen freue ich mich schon, wenn wir den mal hier ausprobieren. So, dann natürlich Wurst, ne, auch vom Lidl. Bierschinken hat mein Freund sich ausgesucht. Und ich esse immer gerne Geflügelmortadella. Schmeckt mir einfach ja mit am besten. Dann haben wir mitgenommen. es war was reduziert. Es gibt ja jetzt schon, ich weiß gar nicht, seit einer Weile schon, immer mal diese 50% Rabattaktion. Ne? Da ist immer so ein extra Fach, wo teilweise wirklich die Sachen noch eine ganze Weile haltbar sind, aber trotzdem schon reduziert werden, weil die einfach dann aus dem Sortiment rausgehen, weil da neue Sachen reinkommen. Ne? Es gibt ja spanische Wochen und amerikanische und italienische und solche Geschichten. Und jetzt waren auch XXL-Wochen und das geht jetzt aber raus. Und da wurde was schon in diese 50%-Ablage gepackt. Und zwar diese XXL-Hähnchenbrust-Filetstücke. Und die sind aber noch haltbar bis zum 15.11. Und heute haben wir den 11., also noch 4 Tage. Und das kriegen wir locker damit weg. Und ja, da haben wir uns schon was Schönes überlegt. Da wollen wir uns ein Reisgericht draus machen. Reis mit diesen Filetstückchen und passend, kann ich euch gleich mal zeigen, dieser Uncle Ben's Süß-Sauer-Soße. Und hier habe ich das erste Mal gesehen, die ist ohne Zuckerzusatz. Habe ich vorher so noch gar nicht gesehen. Haben wir auch noch nicht probiert, deswegen bin ich mal gespannt, ob diese Kombination dann auch schmeckt. Und ansonsten stelle ich mir das wirklich ganz gut vor. Hähnchenbrust mit Süß-Sauer und Reis. Ne? Wirklich ein schönes asiatisches Gericht für zu Hause. Dann haben wir natürlich Milch mitgenommen und zwar ganz normal auch vom Lidl, also die Eigenmarke. 3,5% Fett eigentlich nehme ich oder schon oder wir schon länger die 1,5%, aber die war komplett ausverkauft. Ich schätze mal, wegen diesem ganzen Corona-Thema sind halt wieder diese Hauptnahrungsmittel oder Lebensmittel halt ständig weg. Aber wenn ich jetzt davon mal die 3,5% Milch trinke, ist das auch in Ordnung. Also das ist jetzt kein Weltuntergang. Kommen wir zu den nächsten Produkten, die dann wieder für das Frühstück geeignet sind. Und zwar, wie gesagt, Thema gesunde Ernährung. Wir versuchen uns jetzt ein bisschen gesünder wieder zu ernähren. Und vor allen Dingen habe ich immer noch die Mission, eigentlich mein ursprüngliches Gewicht wieder zu bekommen, ne? Wie vor der Schwangerschaft. Ob ich das mal irgendwann hinbekomme, ist die Frage. Ich gebe zu, ich bin, was das angeht, sehr faul. Und ich könnte ja was machen, aber man hat dann einfach auch keine Lust, möchte lieber was anderes machen. Und ich sage mir, wenn ich dann wieder im richtigen Arbeitsleben drin bin, wird, denke ich mal, noch das ein oder andere, ja, was auf den Rippen ist, das wird dann vielleicht noch fallen, hoffe ich doch mal. Ansonsten, vielleicht kriege ich mich noch mal irgendwann motiviert. Und dann wird natürlich dazu vielleicht auch noch mal eine extra Abteilung hier folgen, also eine extra Folge, sage ich mal, extra Serie zu dem Thema gesunde Ernährung und Abnehmen. Schauen wir mal. Ja, jedenfalls habe ich diese Blaubeeren mitgenommen. Die waren auch reduziert und ich habe die jetzt schon echt lange nicht mehr gegessen. Und da ich ja jetzt alle 2 Tage morgens Haferflocken esse, also so eine Art Porridge, mache ich mir dann selber. Nur ich bin dann doch noch so ein bisschen oldschool und hole mir halt wirklich dann die normalen Haferflocken, wie es sie schon immer gegeben hat. Und zwar habe ich mir diese hier mitgenommen, die zarten Haferflocken. Und habe mir die jetzt bisher wirklich nur mit Milch gemischt. Habe das dann in die Mikrowelle gestellt und hinterher habe ich noch Banane mit dazugegeben. So, ich muss das hier mal irgendwo ablegen. Und wir hatten keinen Honig mehr, deswegen musste das so gehen. Also auch kein Zucker, kein Honig. Und dann hatte ich einfach nur Banane mit reingeschnippelt. Deswegen habe ich hier auch nochmal 3 neue Bananen mitgenommen. Und jetzt wollte ich das mal ausprobieren mit also Haferflocken, mit Milch ganz normal und mal mit den Blaubeeren und vielleicht gemischt auch mit Banane und Blaubeere. Und vielleicht noch einen Schuss Honig, denn den habe ich mir letztens beim Aldi mitgenommen. Ne? Das gibt es in dem anderen Video zu sehen, also in einem anderen Video von mir. Ja, das ist erstmal so das, nochmal zu dem Thema Frühstück. Dann geht es natürlich noch weiter. Also wir haben ja wirklich komplett alles Mögliche mitgenommen. Es gab ein gratis Eistee, denn wir haben die Lidl Plus App, die wir immer verwenden, weil wir halt immer beim Lidl einkaufen gehen. Und da gab es für den letzten Einkauf, weil wir da ein gewisses Budget wieder geschafft haben, sage ich mal, wo wir eingekauft haben.
Und da gab es zur Auswahl Kaffeesahne oder Eistee gratis. Und wir haben uns dann für den, naja, ungesunden Eistee entschieden. Ist eine kleine Flasche 0,5 Liter und übrigens vegan. Und auch von der Eigenmarke, ne, vom Lidl. So, dann haben wir außerdem noch mitgenommen weitere Getränke. Müllermilch unter anderem war auch reduziert und aktuell läuft ja hier noch dieses 50.000 Euro Gewinnspiel, sage ich mal. Ich hoffe ja, dass wir vielleicht noch einen finden, also dass eine von unseren Müllermilchflaschen vielleicht noch Mu macht, vielleicht noch Mu sagt. Schön wäre es natürlich, ne? Wer würde sich darüber nicht freuen? So, dann darf natürlich Kaffee nicht fehlen. XXL Cappuccino trinke ich auch immer noch sehr gerne. Sind auch alles wieder Sachen, die natürlich ordentlich ansetzen, aber ich kann dann doch auf manche Sachen nicht verzichten. So, was habe ich noch mitgenommen? Das habe ich euch noch nicht gezeigt. Und zwar auch was Weihnachtliches habe ich mitgenommen. Und die habe ich letztes Jahr schon gekauft. Und zwar diese Lebkuchenmann-Backmischung. Ja, hier ist sogar eine gratis Ausstechform mit dabei. Also eine habe ich hier natürlich schon zu Hause liegen. Ja, finde ich total süß. Und vor allen Dingen hier braucht man dann wirklich nur noch ein Ei und 100 Gramm weiche Butter und alles andere ist dann hier schon vorhanden. Und natürlich noch Wasser, aber das hat ja jeder zu Hause in der Leitung. Und ich freue mich auf jeden Fall jetzt, dass die Weihnachtszeit wieder losgeht. Bald wird auch dekoriert und dann wird hier natürlich passend noch ja, wieder gebacken. Geht ja auch alles bald los. So, wieder Thema Kaffee. Den habe ich mir letztens schon mitgenommen und ich habe mich gefreut, dass es ihn noch gab, denn der ist so lecker. Kann ich euch nur empfehlen. Ist natürlich ein bisschen teurer. Ist ein Starbucks-Kaffee. White Chocolate Mocha, aber der schmeckt so gut. Und wenn ich könnte, würde ich den jeden Tag trinken. Aber Starbucks kennt man halt, ne? Ist halt nicht unbedingt günstig. Ganz unspektakulär. Müllbeutel braucht man halt, ne? Unsere sind jetzt wieder fast leer. Also auch vom Lidl. Was sind das? 25 Müllbeutel, 60 Liter. So, ich habe ja gar keinen Platz mehr zum Hinpacken. Dann natürlich wieder Babybrei für unsere Charlotte. Und da muss ich sagen, gut, es ist halt ein Discounter, aber ich finde die Auswahl doch recht wenig an Babybrei. Also da bin ich dann doch eher lieber beim Rossmann oder Famila, da ist auch mehr Auswahl bei uns zumindest hier. Und DM und so, ne? Also alles solche Drogerien, da gibt es natürlich viel mehr Babybrei-Auswahl. Und das sind halt wirklich immer nur dieselben Sachen. Das ist halt so ein bisschen doof. Jedenfalls Baby Vita, ne, haben wir wieder mitgenommen. Alle Gläser ab dem 8. Monat. Kartoffeln mit Gemüse und mildem Gulasch. Dann haben wir hier Schinkennudeln mit Gemüse allerlei. Und noch zwei Gläschen. Ich muss die hier erstmal irgendwo unterbringen. Ja, erstmal hier alles nachher wieder verstauen. So, dann noch Spaghetti Bolognese und Gemüse Reis mit zarter Pute. Ja, mit dem Thema Reis war ja noch nicht so ihr Ding. Mal gucken, wie das dann jetzt so zukünftig läuft. Außer Milchreis, das mochte sie sehr gerne. Dann haben wir hier noch zwei Radler, trinken wir auch sehr gerne. Und jetzt kommt noch mal ein neues Produkt. Und zwar salzige Cracker. Die sind noch ganz neu, also das stand auch direkt mit dran. Und das sind 500 Gramm, 16 Einzelpackungen. Und ja, das sind so eine kleinen Cracker. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Das spiegelt hier so ein bisschen. Ja, ich denke mal, das schmeckt ganz gut und freue ich mich drauf. Jetzt kommen wir noch zu den letzten beiden Produkten. Und die sind sozusagen aus der Spielewelt von Lidl. Also das heißt von Playtiff heißen die. Und ja, da haben wir natürlich schon mal ein Weihnachtsgeschenk mitgenommen. Es wird natürlich nicht verraten, für wen. Denn ja. Kann ich nicht verraten, weil die Person sich das hier vielleicht auch anguckt. Vielleicht kann man sich's dann auch denken, aber so dramatisch ist das dann auch nicht. Und zwar, ich fand es einfach so schön und ich musste es mitnehmen. Ein Weihnachtsgeschenk und zwar ein Rennturm. Ja, hier sieht man das ganz gut. Ich halte das hier so mal ein bisschen näher ran, dass ihr das sehen könnt. Das ist ab 1,5 Jahren geeignet, fünfteilig. Das sind, ja, also einmal diese Rennstrecke. Und ich glaube, das ist so eine Mischung aus Plastik und Holz. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann sind da auch noch Autos zu. Und das Ganze
bewegt sich dann hier so hin und her. Also ein bisschen wie so eine Murmelbahn ungefähr, vielleicht so in die Richtung. Ja, und ich fand das total schön und ich denke mal, dass sich der Beschenkte darüber freuen wird. Also ich hoffe es. Und ich fand das einfach zu schön und den Preis kann ich euch jetzt auch gar nicht so genau sagen. Steht hier auf jeden Fall mit drauf. Aber möchte ich jetzt auch nicht verraten an der Stelle, weil es einfach ein Geschenk ist. Und dann kommen wir jetzt noch zum Oberhighlight. Und zwar ja, haben wir natürlich noch für unsere Lotti auch ein Weihnachtsgeschenk mitgenommen. Und das ist aber von ihren Großeltern. Also wir hatten da uns schon geeinigt drüber. Und wir haben das Geschenk jetzt einfach nur noch organisiert. Und zwar ein Lauflernwagen. Und ich freue mich so sehr, dass wir den entdeckt haben. Ursprünglich war der Plan, den woanders zu holen. Aber der hat mir so gut gefallen, dieser Lauflernwagen. Also haben wir den hier jetzt genommen und der ist auch aus Holz. Wir haben immer hin und her überlegt, nehmen wir einen aus Holz, nehmen wir einen aus Plastik. Und ich finde einfach Holzspielzeug an sich immer noch schöner. Sie hat zwar auch Plastikspielsachen, aber Holz finde ich dann doch irgendwie noch einen Tick schöner. Ja, und jetzt haben wir einen gefunden, einen Lauflernwagen. Ich muss ihn erstmal hier aufs Bild bekommen. Machen wir mal so. Ich hoffe, ihr seht es. Und hier sieht man nochmal, wie schön der aussieht. Moment, so. Na, und hier hat sie wirklich verschiedene Spielfunktionen. Ich habe den hier auf meiner Schulter. Sieht aus wie so ein Ghetto-Blaster. Ne? Also, ja, hier hat man, ne, so verschiedene Spieloptionen, so Zahnräder und Figuren zum Hin- und Herschieben. Und hier ist noch so eine Quietschesonne, so nennt sich das. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Dann noch so einzelne Teddys, die man so drehen kann. Hier unten sind auch nochmal so Spielefunktionen. Dann hier an der Seite, ne, zum Hin- und Herschieben. Und ich drehe das Ganze nochmal um. Hier sieht man es auch nochmal schön. Zack, ich hoffe, es ist gut zu erkennen. Ja, und ich freue mich so drauf und ich bin wirklich gespannt, wie Lotti das findet. Sie zieht sich ja auch schon hoch und daher freue ich mich auf jeden Fall, wenn sie denn damit auch anfängt zu laufen. Natürlich immer im Beisein. Alleine lasse ich sie da nicht mit losmarschieren, weil ich bin immer so ein bisschen, ja, ist natürlich unser erstes Kind und ich bin da sowieso schon, ne, immer hinterher, dass auch alles gut ist. Sie spielt natürlich auch mal alleine in ihrem Zimmer und ich bin nicht 24 Stunden mit ihr in einem Zimmer, aber immer griffbereit, also immer da, wenn irgendwas ist, ne, sowieso gleich sofort. Und deswegen. Ja, ich bin wirklich gespannt und ich freue mich, dass wir diesen Laufwagen hier noch vorher entdeckt haben. Eigentlich war der Plan, einen anderen zu bestellen bei Smith Toys, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Auch einen Holz-Lauflernwagen. Aber wir fanden den jetzt einfach schöner und haben gesagt, den nehmen wir und den Rest wollen wir dann für sie sparen und holen dann für sie nochmal irgendwann was anderes. Ne? Sie muss ja auch nicht, sage ich mal, komplett überfüllt werden. Von uns kriegt sie ja auch noch Weihnachtsgeschenke. Also das ist wirklich von den Großeltern ein Geschenk, was wir nur organisiert haben. Und von uns gibt es ja auch noch schöne Geschenke. Dazu werden natürlich auch Videos folgen. Ne? Das ist ja ganz klar. Ich nehme euch da immer mit. Ja, und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Ende. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Sagt mir doch mal oder schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr auch das ein oder andere Produkt kennt. Ob ihr auch mit diesem Lauflernwagen hier Erfahrungen schon habt oder wie auch immer, ob ihr auch Lidl-Einkäufer seid. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben!